Da ich vor ein paar Tagen einen Haselnusskuchen mit Vollkornmehl und Rohrzucker gemacht habe, mit braunem Rohrzucker, habe ich heute mal einen gemacht mit konventionellem Mehl und auch konventionellem Zucker. Wir nehmen für meinen Haselnusskuchen Weizenmehl, Zucker, Haselnusskerne, gemahlen, Butter. Als Triebmittel setze ich hier Backpulver und Ei ein. Als Geschmack nehme ich Vanille, Zitrone, Salz und zur Frischhaltung nehme ich jetzt hier noch eine Banane. Wenn ihr Vanille nehmt, ihr könnt natürlich eine Vanillenschote nehmen oder wie hier im Vordergrund zu sehen Vanillezucker oder auch diese berühmten Briefchen, die man als Vanille kriegt, als Orangenschale kriegt und auch als Zitronenschale kriegt. Dann kommen wir mal zur Teigbereitung. Ich gebe meine Butter, meinen Zucker, mein Vollei und meine Gewürze wie Salz, Zitronenschale, Vanille und meine leckere Banane in den Rührkessel und lasse dieses mit dem Flachrührer 1-2 Minuten glatt laufen. So, wenn das glatt gelaufen ist, gebe ich meine restlichen Zutaten dazu. Haselnussgrieß, also Haselnüsse gemahlen, Mehl und Backpulver. Das ruhig wird miteinander ein bisschen vermischen, dass das Backpulver sich auch auf jeden Fall gut unter das Mehl mischt. Und auch dieses jetzt 2-3 Minuten miteinander verrühren lassen. Nicht aufschlagen. Also auf kleinster Stufe. Zwischendurch mal ruhig am Rand lang gehen, dass sich da nicht Butterreste oder vom Mehl was abgesetzt hat. Wenn das alles miteinander verrührt ist, kommt als letztes meine gehackten Walnüsse dazu. Und diese lassen wir jetzt auch nochmal eine Minute unterrühren. Das Ganze jetzt aus der Maschine nehmen. Nun kommen wir noch mal kurz zur Form. Es gibt ja nun Formen, die beschichtet sind, so wie diese hier. Braucht man nicht unbedingt fetten. Es ist aber besser, auch wenn man diese fettet. Dann habe ich hier eine Glasform. Die werde ich heute verwenden. Einzig und allein, weil ihr besser sehen könnt, wie dieser Kuchen hochbackt. Diese muss man natürlich fetten. Ich könnte mir jetzt extra Fett auflösen, aber ich habe jetzt hier einfach mein Butterbrotpapier oder mein Butterpapier, wo die Butter drin eingewickelt war, einfach sauber ausstreichen und dann zusätzlich mit Semmelmehl oder normalem Mehl oder diesem Vollkornmehl. Oder ich nehme hier einfach meinen Haselnussgrieß und werde jetzt noch zusätzlich die Ränder damit mehr oder weniger bestäuben. Das hat den Vorteil, man sieht erstmal, wo hat man gefettet oder wo eventuell noch nicht. So, was jetzt hier übrig bleibt, gebe ich einfach in den Kuchen mit rein und in unsere vorbereitete Backform ein bisschen glatt streichen, obwohl es das nicht braucht. Ihr werdet sehen, es wird nachher im Endeffekt im Ofen wie Wasser zerlaufen. Wichtig ist, dass ihr jetzt beim Streichen nicht an den Rand kommt und die Fett- und die Mehl- bzw. Haselnussgrießschicht irgendwie runterreibt. Sonst könnte es passieren, dass ihr an der Stelle nachher kleben bleibt. So, dann schieben wir das alles in unseren vorbereiteten, vorgeheizten Ofen. Der ist jetzt, hat jetzt 180 Grad oder ist auf 180 Grad gestellt. Die hat er aber noch nicht, braucht er auch nicht. Der muss jetzt nicht vorgeheizt sein. Nach circa 15 bis 20 Minuten, habt ihr gesehen, bildet sich oben so eine Backschicht. Die
Diese schneiden wir jetzt mit einem Messer mittig ein, damit der Kuchen kontrolliert reißen kann. Und schieben ihn jetzt wieder vorsichtig zurück. Nach einer Backzeit von einer Stunde, 180 Grad Oberhitze, Unterhitze, werden wir mal gucken, ob er schon durchgebacken ist. Dafür habe ich hier ein Essstäbchen vom Chinesen. Da werde ich jetzt den Kuchen mit stippen. Das heißt, ich steche rein und gucke, ob noch Teiganhaftungen dran sind. Das ist hier nicht der Fall, das ist nur ein bisschen Fett, weil er so glänzt. Das heißt, der Kuchen ist fertig. Und der kann aus dem Ofen jetzt rausgenommen werden. So, der ist ja jetzt noch recht warm. Den kann man also nicht stürzen. Den werden wir jetzt erstmal schön auskühlen lassen. Am besten über Nacht. Der ist jetzt gut durchgekühlt. Gleich wird sich zeigen, ob wir gut gefettet haben. Haben wir. Sollt ihr jetzt nicht rausgehen. Einfach kurz außenrum mal warm machen, entweder immer am Gasherd oder mal kurz in den Ofen schieben. So, jetzt werden wir ihn mal anschneiden. Ich hoffe, die Kamera hat es jetzt scharf gestellt. Hier seht ihr jetzt mein fertiges Backergebnis. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch eure Frage oder euren Wunsch bitte auch nochmal in den Kommentaren.